Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir stehen ja noch hier in Hammersbach. Wir sind ja gestern nicht mehr abgefertigt worden, weil ja 17 Fahrer vor mir standen und die nur bis 22 Uhr arbeiten. Und da haben sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute noch drankomme, ist eher gering. Ich kann mich zwar anmelden, aber sie schicken mich dann 22 Uhr vom Hof. Ich habe die Dispo angerufen, habe das mit der Dispo geklärt, dann habe ich mich gar nicht erst angemeldet und bin gleich vom Hof. Habe mir hier einen schönen Platz gesucht, es war auch sehr schön ruhig heute Nacht. Und jetzt 5:30. Ab 6 arbeiten sie wieder. Ich werde jetzt 5:30 schön meine Abfahrtskontrolle machen. Und dann fahre ich schön gemütlich da hoch wieder. Meld mich an und dann gucken wir mal, wie der Tag so läuft. Ich sage bloß, naja, was ich so gehört habe vom Plan her, naja, ich muss bloß schauen, dass ich heute noch bis 12 Uhr in Hamm bin oder vor 12, weil ich denke mir, in dem Edeka-Zentrallager laden sie bloß bis 12 Uhr ab. Aber wenn ich hier pünktlich jetzt ordentlich abgefertigt werde und das relativ schnell geht, dann müssten wir das eigentlich schaffen. Wir fahren 3 Stunden von hier bis Hamm. Um und bei 3, 3,5 Stunden, je nach Verkehrslage. Und dann müssten wir das eigentlich schaffen. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht. Also, meine Lieben, geht erst mal los jetzt, ne? So, meine Guten. Dann lasst uns mal in die Fabrik fahren. Quatsch, ist ja gar keine Fabrik. Ist ja ein Lager. Also auf ins Lager. Hier oben ist eine Wendeschleife, habe ich gestern gesehen. Seht ihr sie? So, ne, dann gucken wir mal, wie das jetzt da oben läuft, ne? Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Da oben stehen ja welche, die haben wahrscheinlich da oben drinnen gleich geschlafen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber mir war es lieber hier draußen. Guck, das war ein schöner Platz hier. Kann man nicht meckern. Schönen Betrieb jetzt hier. Die haben garantiert hier oben drin geschlafen, die sie nicht mehr abgefertigt haben. Die stehen alle neben den Rampen, beziehungsweise Auflieger stehen drinnen, die sind wahrscheinlich mehr zur Maschine raus, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir uns hier oben drin hinstellen und uns anmelden gehen. Das geht schon ganz schön rund hier, mein lieber Mann. Jetzt hier. Da steht hier alles voll oder was? Ach, hier stehen sie ja schon Schlange. Na, Freunde. Freunde der guten Unterhaltung. Was habt ihr euch hier gedacht dabei?
Herr Hegelmann. Oh, Alter. Wie scheiße stehst du denn da? Meine Güte. Einfach mittenhin. Das gibt's doch wohl nicht. Ein bisschen an andere Fahrer denken, dass die auch durch müssen. Nö. Fehlanzeige. Mitten in der Einfahrt klatschen sie sich. Also Leute. Von 6 Uhr bis 10.30 Uhr habe ich jetzt hier zugebracht. Da hinten ist so viel Platz auf dem Parkplatz, aber die müssen sich hier in die Kurven stellen, Leute. Muss denn das sein? Da muss ich jetzt mal hier auf der Seite rausfahren. Tut mir leid. Geht nicht anders. Sonst hätte ich die Kurve zu scharf fahren müssen. So, meine Guten. Ich verstehe es nicht. Ich habe 2,5 Stunden gewartet, bis ich an die Rampe durfte. Dann habe ich noch ewig an der Rampe gestanden. Neben mir stand einer schon 3 Stunden an der Rampe, wurde aber nicht beladen, weil seine Ware nicht fertig war. Nicht fertig konfektioniert. Die stellen da immer so die einzelnen Paletten zusammen und das war bei dem auch noch nicht fertig, weil irgendwas noch gefehlt hat. Jedenfalls konnten sie den nicht beladen. Warum haben sie da nicht mich an den seine Rampe fahren lassen, obwohl mein Zeug ja schon fertig war? Der hätte ja auch auf dem Parkplatz warten können. Aber nee, das ging halt nicht, ne? Ach nee, ich verstehe es nicht. Also vor 2:30 bin ich nicht in Hamm. Das heißt also, ich werde heute nicht mehr entladen. Hier drüben bin ich gestern lang gelaufen auf dem Fußweg. Einmal rund um das Lager, Riesenbogen. So, 23,3 Tonnen haben wir drauf. Ne, mehr. Kommen ja noch die Paletten dazu. Das ist ja das reine Warengewicht.
Sau, da steht dran bei Rot Motor ausstellen und bevor du überhaupt in die Gänge kommst, ist schon wieder rot. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist noch gar nicht ein Motor wieder angestellt, da ist schon wieder rot. Ich fasse es ja wohl nicht. Baustellenampel und dann steht da bei Rotmotor ausstellen. So, ich stelle Motor aus, es wird grün. Ich stelle Motor an und es ist schon wieder gelb. Ja, bin ich natürlich noch gefahren, ne? Also noch einmal mache ich das nicht, so eine Aktion da. So, bin ich ja gespannt, wo die nächste rote Ampel kommt, wo ich den Motor ausstellen muss. So, meine Guten, jetzt habe ich eine Strecke hinter mir. Wahnsinn, eine Brückenbaustelle an der anderen und überall 60 für LKWs. Fürchterlich. Ich hoffe ja mal, dass es jetzt mal ein bisschen rollt. In 23 Kilometern darf ich von der Autobahn runter oder nicht oder auf eine andere oder wie auch immer. Im Moment zeigt es mir keinen Stau an. Ich hoffe, das bleibt so. Aber wir müssen zwischendurch mal runter von der Autobahn, mal gucken, wo eine Shell-Tankstelle ist. Wir können ja nicht auf dem Autobahnen tanken. Wir können ja nur außerhalb der Autobahnen tanken und nur an Shell-Tankstellen. So, meine Guten. Autobahn gesperrt. U39 folgen. Na, dann folgen wir mal der U39. Dann wollen wir mal der U39 folgen. Mal gucken, wo es hingeht. Bleiben Sie doch in Lüdenscheid. Ja, liebend gerne. Ich habe aber keine Zeit für Lüdenscheid. U39 geradeaus. Wart ihr schon mal in Lüdenscheid? Nee, ne, glaube ich nicht. Ich auch noch nicht. Ist für mich auch das erste Mal. Aber es scheint sich einigermaßen mit dem Stau hier zu halten. Ich hatte jetzt hier mehr Verkehr erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Guckt mal, hier haben sie eine Luftmessstation aufgebaut. Genau am Berg, wo die LKWs hoch zu Gas geben müssen. Genau so muss es sein. Naja, hier staut es jetzt ein bisschen, aber ich denke mal, so schlimm wird das nicht sein. Da unten müssen wir wieder rechts.
Das machst du richtig. An mir vorbei und dann hier vorne rein. Jawohl. Ihr seid die Helden, ihr zwei. So Leute, trotz Stau, trotz Umleitung, trotz allen Widrigkeiten haben wir es gleich geschafft. Da drüben die graue Halle, das ist es, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. In 2 Minuten sind wir da. Und wir haben es sogar in 4,5 Stunden Lenkzeit geschafft, ohne Pause zwischen rein machen zu müssen. Wie findet ihr das denn? Nicht schlecht, ne? Und grün haben wir auch gleich. So, und dann müssen wir hier wieder auf die Autobahn, denke ich. Hier ist ein Unfall passiert. Oh ja, da haben sie einen geschrammt. Hier müssen wir gleich wieder runter. Da haben sie einen geschrammt. Na, wir müssen dann nachher wieder auf die Autobahn hier, ne? So. Liegen wir doch schon erstmal gut. Hier sind wir da. So, ich schalte euch erstmal ab. So, ich denke, wir fahren jetzt wieder zurück auf der Autobahn. In einer Stunde sind wir in Bielefeld. Habe ich jetzt ganz schön geschwitzt. Mein lieber Mann. Ah.
So, mal gucken, ob ich mich bei Gehstamm duschen kann in Bielefeld. Vielleicht ja. Ich hoffe ja. Mal. Aber wir brauchen erst noch eine Schnellstartstelle. Also bis Bielefeld würden wir noch kommen. Aber wenn wir unterwegs eine sehen, tanken wir. Auf die Autobahn, Fahrt Richtung Hannover. Ja klar, warum soll es da auch grün bleiben, wenn ich komme? Das wäre ja Quatsch. Gespannt, ob dort noch viel Betrieb ist. Mach grün. Du hattest aber schon rot, mein lieber Golf. Bei mir war nämlich schon grün. Sei froh, dass ich nicht so einen Speed habe. Ein anderer wäre hier drinnen gesessen. Ja, das ist eben immer das leidliche Elend, dass man dort alleine abladen muss. Und bei diesen Hochregallagern dauert es immer ewig, weil du dort eine Bahn hast, da stellst du eine Palette rein, dann muss immer erst die andere Palette durch sein, ehe du die nächste reinstellen kannst. Und wenn das Hochregallager sich einbildet, an der Palette ist irgendwas nicht in Ordnung, dann kommt die Palette zurück und dann wartest du, bis da jemand kam, das die Beanstandung behoben hat und dann das nochmal versucht. Ne? Deswegen dauert das immer ewig, bis man dort fertig ist. Naja, ist halt so. So, jetzt im Eileschritt nach Bielefeld. So, meine Guten, jetzt geht's runter von der Autobahn.
Na, da schauen wir mal, wie lange das jetzt dauert. Ach, wieso muss immer ich solche scheiß Touren abfassen? Ich verstehe es nicht. Vor allem, weil ich ja schon Sonntagabend losgefahren bin, ne? Hier müssen wir runter. Und dann irgendwie uns links halten. Was macht hier so ein Boom? Da vorne müssen wir links abbiegen. Das sind Straßen, sage ich euch. Licht aus. Hier vorne wieder links.
rechts. Da steht's doch schon dran. Da ist es doch. So, und jetzt bin ich ja gespannt, wie das jetzt funktioniert hier. Hier müssen wir rein, links. So, meine Lieben, bis später. So, meine Guten. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ihr müsst wieder ein Samstagsvideo angucken. Als ob das eine schlechte Nachricht wäre, ne? Aber ich habe trotzdem eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe dadurch einen Tag Urlaub mehr. Also bekommt ihr dann da ein Video weniger. Gleicht sich also wieder aus. So, ich habe jetzt mir die Erlaubnis geholt, dass ich gleich hier auf dem Parkplatz stehen bleiben darf, weil ich ja mit der Schichtzeit, ich hätte noch 5 Minuten Schichtzeit gehabt. Und da lohnt sich das nicht mehr, noch irgendwo hinzufahren. Morgen früh fahren wir hier in der Nähe, ist eine Shell-Tankstelle, habe ich mir jetzt im Navi rausgesucht. Da fahren wir morgen früh hin zum Tanken. Und dann geht's ab die Post nach Hause. Wir haben noch locker 500 Kilometer vor uns. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß. Macht keinen Unfug. Und wir sehen uns dann, tja, morgen. Tschüss.